Hallo, nachdem die Betty, mein Meerschweinchen, die Chefin von der Truppe hier gestorben ist, habe ich festgestellt, dass ich ja nur noch Ossi-Meerschweinchen habe. Ich denke, ich darf das sagen, weil ich ja selber ein Ossi bin. Ich wohne zwar schon über 30 Jahre im Westen Deutschlands, aber ich bin und bleibe ein Ossi. Das wird sich auch nicht ändern. Und hier habe ich die 6 Meerschweinchen und 3 davon habe ich ja letztes Jahr in einer Zoohandlung in meiner Heimat im Urlaub mir gekauft. Und ein Meerschweinchen davon ist ja schwanger gewesen und hat 3 Babys zur Welt gebracht. Hier der Kurt, da sieht man das Hinterteil. Das Männchen, das ich ja kastriert habe. Links die Schwester, die rot-weiße. Da haben wir die schwarze Keti, die Schwester vom Kurt. Und die Mutti ist auch die rot-weiße. Die ist da hinten mit dem Meerweiß. Das ist also im Hinteren ist die Mutti, der Kurt davor, der bunte, dreifarbige ist der Sohn, die Camilla, die rot-weiße und die Katie, die schwarze, ist auch die Tochter. Und ja, jetzt muss es natürlich eine neue Chefin oder Chef geben und ich bin mir noch gar nicht sicher, ob der Kurt schon der Chef ist, weil er ist ja vom Körperlichen viel zu sehr unterlegen der Chantal. Jetzt muss ich gucken, wo ist die Chantal? Das ist die Katie, die Schwester. Gucken, wo die Chantal ist. So, das ist die Chantal. Und ich denke, das ist die neue Chefin. So. Das ist hier im Auslauf bei uns. Und jetzt habe ich die Häuser reingetan. Dann wird natürlich oben wieder zugemacht wegen Greifvögeln, Störche oder sonstiges oder Katzen. Und dann kommt das Sonnensegel noch drauf. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich stehe voll dazu, dass ich ein Ossi bin und habe 6 Ossi-Meerschweinchen aus meiner Heimat, die jetzt bei mir im Westen leben. Das soll es für heute gewesen sein und bis später einmal. Tschüss und tschüss.